Jetzt geht es gleich weiter mit zwei Redebeiträgen, aber ich möchte meine Moderation ausfüllen mit ein paar Sätzen, dass ich in der CIA-Kongress mitgenommen habe. Ich durfte mit rein. Und zwischen Kotzreiz und Wutanfälle könnte ich ein paar Sachen aufschreiben. Und von Grote Hans-Joachim, Minister in Schleswig-Holstein, habe ich aufgeschrieben: Wir denken altruistisch, aber die meisten denken egoistisch und sie denken, was wird aus mir? Und das ist eine egoistische Haltung, sich zu wehren oder an sich zu denken, wenn man in Not gezwungen ist, seine Wohnung zu verlassen. Deshalb setzen wir als Bündnis als Gegenzug Solidarität und jetzt kommen nur Beiträge aus Innis, aus der Bündnis, die zusammenarbeiten und zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Wir fangen mit dem ersten Redebeitrag von der Bündnis Zwangsräumung verhindern. Hallo zusammen, solidarische Grüße vom Bündnis Zwangsräumung verhindern. Super Wetter! Warum seid ihr eigentlich beim Baden an dem netten See? Ist doch alles Paletti. Seit letzter Woche gibt es vom Senat einen Mietendeckel. Und die Deutsche Wohnen basteln sich gleich selber ein. Und die Immobilienlobby da drinnen will auch nur unser Bestes. Müsstet ihr also gar nicht hier sein, oder? War ein Scherz. Im Mietendeckel der Deutschen Wohnen glaubt ja kein Mensch. Gegen die große Mietenwahnsinn-Demo im April hat ihr Vorstandsvorsitzender Zahn noch rumgepöbelt. Jetzt sind die Aktien um 22% gefallen. Jawohl! Ja! Da geht noch mehr! Da müssen die sich was einfallen lassen, um die Lage zu beruhigen. Schließlich verdient der Zahn nicht umsonst 4,4 Millionen im Jahr. Die gibt es aber nur, wenn die Aktien steigen. Den Mietendeckel vom Senat wäre natürlich gut. 5 Jahre mal Luft holen und keine Angst vor steigenden Mieten. Aber noch ist das nur ein Senatsbeschluss und kein Gesetz. Und die andere Seite schießt aus allen Rohren. Die einen wollen klagen, die anderen uns mit ihrer Umarmung erdrücken. Und ob die Politik den Druck des Immobilienkapitals standhält, ist noch lange nicht ausgemacht. Also, weiter auf die Straße! Ja! Aber erstmal können wir uns mal auf die Schulter klopfen. Denn ohne die jahrelangen Proteste hätte die Politik nicht mal im Traum an einen Mietendeckel gedacht. Und wer von uns hätte vor einem Jahr geglaubt, dass wir so einen Druck aufbauen können? Ja, yeah, das können wir auch mal feiern! Aber leider gibt es auch viele, für die der Mietendeckel gar nicht passen würde. Bedrohte Projekte wie die Liebig 34, Potze, Syndikat oder Meude, der Späti in der Ohlstraße 35, die ganzen Leute zu uns zum Bündnis Zwangsräumung verhindern kommen, weil ihnen gerade der Schrieb des Gerichtsvollziehers ins Haus geflattert ist, denen jetzt die Obdachlosigkeit droht oder die, die schon wohnungslos sind. Und warum der ganze Stress? Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der das Recht auf Profit mehr zählt als das Recht auf Wohnen. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der dich jemand aus deiner Wohnung schmeißen kann, weil er dann mehr Profit macht. Das ist eine Barbarei. Und diese Barbarei heißt Kapitalismus. Und da kann der CIA-Präsident Mattner da drin noch so viel erzählen von die neue soziale Frage unserer Zeit, können und werden wir nur gemeinsam in einem breiten gesellschaftlichen Austausch beantworten. Was da ausgetauscht wird, ist unser Geld, das als Miete in die Taschen der Reichen fließt. Denn wem gehören 75% des Immobilienvermögens? Richtig, dem reichsten Fünftel. Und um wie viel ist dieses Vermögen seit 2011 gestiegen? Auch richtig, um satte 2 Billionen. Was ist unsere Antwort darauf? Enteignen! Wenn wir keine Angst mehr haben wollen um Wohnung und auch um Arbeit, Bildung, Kultur, Gesundheitsversorgung, dann müssen wir die gesellschaftlichen Macht- und Eigentumsverhältnisse grundlegend ändern. Und damit fangen wir jetzt schon mal an. Diesen Verhältnissen, in denen das Glück der einen das Unglück der anderen bedeutet, setzen wir unsere Solidarität entgegen. Bei der nächsten Zwangsräumung, am nächsten Mittwoch in der Oranienstraße 35 zur Soli-Kundgebung für Zekir Späti. Am Samstag drauf, den 6.7. im Steuerparadies Zossen, um die Meulerei zu unterstützen. Gegen die Stadt der Reichen und gegen die Stadt der Rechten.
Spalter, für eine solidarische Stadt, für eine solidarische Gesellschaft. Wir bleiben alle! Ja!